Hallo und herzlich willkommen zurück bei FTL. Die letzte Runde war ja ziemlich erfolgreich und wir haben was richtig Geiles bekommen, nämlich, oh, zwei Stores. Okay, das ist nice, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Okay, wir können jetzt hier die beiden Stores abklappern und ich denke, das machen wir jetzt auch mal. Und werden dann hoffentlich ein paar geile Sachen bekommen. So wie springen. Letzte Episode war übrigens recht erfolgreich. Wir haben Tarnschiff bekommen, was ziemlich geil ist. Das heißt, sollten wir es jetzt mal so richtig verkacken, dann werden wir einfach so ein Tarnschiff uns schnappen. So, was sagt das denn hier? Es gibt hier bei diesem Beacon lediglich noch ein anderes Schiff. Und es zeigt schweren Schaden. Wir bekommen eine Nachricht in unsere Konsole. Grüße, Reisende. Wir sind von einer Gruppe von Piraten erkrüppelt worden und sind nun dazu gezwungen, unsere verbliebenen wertvollen Ausrüstungsgegenstände zu verkaufen, um die notwendigen Ausrüstungen zu bekommen, um nach Hause zu kommen. Wir gucken mal nach, was die für uns hätten. Wir hätten eine Clone Bay, das wäre schon irgendwo nice, aber nein. Mind Control brauchen wir auch nicht und eine Backup Battery ebenfalls nicht. Oh. Die hätten aber Leute. Leute bräuchten wir tatsächlich dringend. Oh, wir wollen den Rockman. Was ist da? Evasion. Plus 7 when manning engines. 15% faster when manning weapons. Okay. Und der hat halt noch gar nichts. Ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich geil. Dann könnten wir nämlich die Person von den Schilden abziehen, sofern wir dort überhaupt jemanden stehen haben. Ich glaube nämlich, dass wir das noch nicht mal haben. Ich würde sagen, wir kaufen den tatsächlich. Wir könnten auch noch ein bisschen Treibstoff einkaufen. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Kann man was zu verkaufen? Aktuell eigentlich nicht wirklich. Der wird mir halt auch noch gefallen, ne? Aber nee. Wir versuchen hier einfach noch so ein paar Sachen zu kaufen. Bisschen Treibstoff. Und dann würde ich sagen, springen wir weiter, nachdem wir ihn hier bei den Schilden platziert haben. Das Coole übrigens bei diesem Rogue ist, die haben richtig fett Health. Und, was noch geiler ist, die können im Feuer stehen. Das ist einfach nur heftig fett. 30% schneller laden, ey, das ist ja echt krass. So, gleich mal hier die Positionen speichern. Und damit hätten wir noch ein neues Crewmitglied. Wie geil ist das denn bitte? So, Sprung zum nächsten Store. Und dann gucken wir mal, was der für uns im Petto hat. Es ist pausiert und Warnung. Okay, wir nähern uns vorsichtig einer Schneckenkolonie auf einem großen Asteroiden. Es ist eine tapfere Person, die einen Fuß auf einen Schneckenplanet setzt. Es brauchte Wochen, um die Mukus, wer auch immer das sind, aus der Kleidung zu bekommen. Aber es gibt hier Geschäfte, die erledigt werden müssen. So, wir können also Sachen kaufen. Oh, wir würden nochmal Leute kriegen. Und ansonsten können wir hier nichts weiter kaufen. Was kann der? Er kann 20% schneller reparieren, das ist natürlich nice. Er kann 20% schneller... Ne, das nützt uns alles nichts. Hier ist irgendwie cool. Ich würde sagen, wir kaufen den noch. Kaufen dann noch Fetttreibstoff. Naja gut, so viel war das jetzt ja nicht. Und dann war's das, dann sind wir hier weg. So, der gute Kerl. Ist jetzt also jemand, der schnell reparieren kann und schnell unterwegs ist. Dann schicken wir den jetzt einfach mal hier hin. Dann werden wir uns das nächste Mal noch was anderes ansehen. Wir könnten wieder mehr hiervon bekommen und mehr Sauerstoff. Das wäre natürlich nice. Das hier wäre auch nice. Wir gucken mal ganz schnell. Ach, wir werden die Leute natürlich noch umbenennen. Haha. Wir haben... Ja. Das machen wir doch noch schnell.
die Crew. Können wir die denn umbenennen? Die können wir umbenennen. Dann ist das hier der Eliawald. Eliawald ist ein hässlicher Rook. Sehr schön. So, wen könnten wir denn jetzt noch nehmen? Der Grüne hier, der 20% schneller repariert, ansonsten unnütz ist, ist der Morxen. Voll fies. Das akzeptieren wir mal. Als nächstes, ja. Mehr Energie. Und nochmal eins mehr auf die Triebwerke. Denn dann würden wir nämlich auch noch besser ausweichen können. Und das ist natürlich immer fett. Wir könnten überhaupt mal gucken, was unsere liebe Gamechain hier mittlerweile schon kann. Die hat mittlerweile auch Evasion plus 7. Das ist doch ziemlich cool. Und hat mittlerweile auch schon schnelleren Repair Speed. Cupcake kann mittlerweile auch schon schneller ausweichen. Kann ein bisschen besser reparieren. Rayman lädt die Waffen mittlerweile um 20% schneller. Next Level, 65 von 65. Also wir sind offensichtlich hier schon längst auf Veteranenniveau. Und der Moxon kann reparieren, okay. Dann springen wir weiter. Hier wäre schon der Ausgang, da wollen wir noch nicht hin. Wir springen, glaube ich, hier oben noch so ein bisschen rum. Und gucken uns um, was denn hier noch so auf uns wartet. Ich hoffe, dass es noch richtig fett Scrap gibt. Okay, unser Schiff taucht also recht weit vom Beacon entfernt aus dem Sprung auf. Und wir sehen ein Rebellenschiff, das in der Nähe wartet. Ohne Zweifel wurde es hier stationiert, um auf uns zu achten. Jetzt könnten wir natürlich versuchen, hier verdeckt zu bleiben, oder wir greifen das Schiff an. Nachdem wir natürlich auf Krawall gebürstet sind, greifen wir das Schiff an. So, mit dem Ionenblaster gehen wir gleich mal auf die Schilde und ich glaube, mit dem Burstlaser sollten wir auf die Triebwerke gehen. Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die hier so ein Torpedo haben. Gleich mal reparieren. Wir haben ja hier jemand, der das gut kann. So, mit dem Burstlaser schießen wir jetzt im Anschluss noch einmal hier auf den Triebwerk. Und dann jetzt auch die Waffensysteme und damit hat sich das dann mal erledigt. Als nächstes wieder auf das Triebwerk, damit die ja nicht wegspringen. Du sollst mal schnell auf die Krankenstation, muss ich mal heilen. Na? Burstlaser, jetzt mach ihm das Triebwerk kaputt. So, sie würden uns jetzt also was anbieten. Einmal Treibstoff, einmal ein Drohnenteil und 20 Scrap. Das akzeptieren wir sicher nicht. Denn ich glaube, wir kriegen hier am Ende dann doch noch einen besseren Deal. So, jetzt nochmal schnell auf die Waffen. Und ich denke, das war's. Genau, und das war's dann auch. Wir bekommen jetzt dreimal Treibstoff, ein Torpedo und 40 Scrap. Na, das hat sich wirklich rentiert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier muss weiter repariert werden. Das kriegst du doch hin, ne? Gut, dann halte ich nochmal. Dann würde ich sagen, stationieren wir ihn wieder irgendwo hier. Ja, doch. Das läuft doch alles. Oder wäre noch ein Store? Das heißt, wir springen erstmal hier hin, dann dahin, dann zum Store und dann versuchen wir irgendwo hier hin zu düsen. Können wir eigentlich nochmal zurückspringen? Wir haben doch hier so einen. Moment. Bin ich hier. Ja, genau. Allows the ship to jump to any previously visited beacon. Genau. Also wir müssen jetzt hier nicht mehr unbedingt so die Wege nehmen, sondern wir können jederzeit, bam, hierhin zum Beispiel nochmal springen. Oder dann dorthin, wenn wir dort jemals wären, gewesen wären. Und das ist relativ praktisch, weil wir nämlich hier dann... Naja gut, im Moment nützt es uns wenig, aber ihr werdet das noch sehen, das wird noch richtig handy sein. So, ein Mantis-Angriffsschiff sucht wohl hier... nach Schnecken für ihr Heimatgebiet. Das ist wohl ein relativ seltener Test für Ehre für die mächtigsten Mantis-Crews. Weapons up. Ja, wir haben keine Schnecken, Leute. Ich wäre überaus dankbar, wenn ihr deshalb uns in Ruhe lassen könntet. Wäre cool. Ansonsten kriegt ihr halt auf die Mütze, ne? Bam, bam, bam. Und damit hat sich das... Das war ein Treffer. Und nochmal hier fett drauf. Und komm mal mit her, Schnecke.
reparier das mal fix. Ach so. Hast du schon repariert. So, ich lasse den Burstless jetzt noch einmal darauf schießen und dann als nächstes halt auf. Als nächstes würde ich sagen, hier auf den Antrieb. Und dann war es das sowieso. Die sind erledigt und wir bekommen hoffentlich richtig dick Sachen. Wir bekommen dreimal Treibstoff, 2 Torpedos und 46 Scrap. Das wird dann mal besser. So. Mhm. Wir könnten jetzt also hier hinspringen, dann dorthin und dann zur Not immer nochmal hier zurück. Naja, 101 wird doch wohl reichen. Wir schauen mal schnell zum Store, was der in petto für uns hat. Eine gigantische Schnecke teleportiert sich von nirgendwo mitten auf die Brücke. Bevor wir jetzt das Feuer eröffnen können, breitet er seine Waren aus und zeigt uns dann und preist uns verschiedene Dinge an. Okay, was hat er denn? Er hätte hier einen weiteren Rockman, er hätte hier jemanden, der 20% schneller die Schilde lädt, 10% bessere Repair, brauchen wir alles nicht. Blue Teleporter braucht man nicht, Cloaking wäre natürlich schon geil, können wir uns aber nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Was hat er denn noch so? Das wäre natürlich cool. Er hat eine Breach Missile. Die ist halt richtig fett, ne? Macht richtig dicke Schaden und sorgt dafür, ich würde das gerne kaufen eigentlich. Braucht 2 Power, Shots per Charge 1. Max Charge per Shots 3. Ionenschaden 1, nee, den, so einen ähnlichen haben wir ja dann schon. Das ist also völlig unnütz, braucht man nicht. Wisst ihr was? Wir haben ja hier noch diese Flak-Ding. Die nutzen wir ja sowieso nie. Insofern verkaufen wir die einfach mal. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier die Breach Missile. Dann reparieren wir uns noch ganz. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch was? Naja, wir könnten natürlich noch Treibstoff kaufen. Hm. Was hätten wir denn? Was macht dieser Ionenblaster? Braucht 3 Power, lädt sich in 4 Sekunden und hat ein Ding. Braucht 2 Power, lädt sich in 6 Sekunden und hat auch nur einen Schuss. Maximal Charge Shots. Aha. Okay, nee, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich meine, das wäre natürlich schon schön, aber... nee, muss nicht sein. Und von den Menschen, ich weiß nicht, da brauchen wir, glaube ich, eigentlich aktuell auch keinen. Es wäre natürlich toll, wenn wir noch ein Crewmitglied hätten. Aber nee. So, wir speichern jetzt nochmal die aktuellen Positionen. Die liebe Gamechain wird jetzt erstmal hier auf die Krankenstation gehen, sich dort mal eine Runde heilen. Und dann geht's wieder zurück auf die Station. Wie sieht's denn bei allen aus? Es geht allen eigentlich gut und wir könnten weiterspringen. Das machen wir dann auch mal. Ansonsten hatte der Store jetzt nicht mehr so viel für uns. Hm. Gut, ich würde sagen, wir springen nochmal schnell hier hin, dann dahin und dann müssen wir sowieso raus aus dem Sektor. Aber ich bin dann doch der festen Überzeugung, dass sich dieser Sektor wirklich gelohnt hat. Okay, entweder ist dieser Teil des Slug-Weltraums verlassen oder er ist selbst zu dicht für die Schnecken hier, um unsere Präsenz zu entdecken. Zeit weiterzuziehen. Auf gut Deutsch, außer Spesen, nix gewesen. Gut, dann springen wir nochmal hier runter und dann raus hier. Wir werden umgehend von einem gefährlich aussehenden Schiff, welches eine Station bewacht, gerufen. Ich fühle mich heute sehr großzügig. Daher werde ich euch erlauben, euren eigenen Tod zu wählen.
Was möchtet ihr am wenigsten? Schilde, Sauerstoff oder Waffen? Oxygen? A being that could choose suffocation. Who I am to judge, sagt er. Aha. Ein Lebewesen, welches also ersticken wählen würde. Wer bin ich, um das zu bewerten? Unser Lebenssupport wird also angegriffen und sie beginnen uns anzugreifen. Okay. Wie jetzt? Müssen wir dann da Leute hinschicken? Wir schicken das dann da mal schnell hin. Nee, hier wird eigentlich nichts angegriffen. Alles gut. Verwirrend, wie ich finde. Oh shit, wir müssen jetzt also möglichst schnell schießen. Oh nein. Das wird böse. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier das zerstören. Das könnte jetzt tatsächlich unser Ende sein. Halt nein, ich habe jetzt natürlich falsch ausgewählt. Das dahin, Ionenblaster unbedingt auf die Schilde. Oh shit. So, das sieht schon mal besser aus. Kriegen wir das noch hin, bevor wir sterben? Oh Gott. Okay, der Burst-Laser scheint ganz gut zu funktionieren. Als nächstes auf den Antrieb. Wir müssen hier halt jetzt so schnell wie möglich weg, ne? Läuft. Jetzt ein Schuss noch auf die Schilde und ich glaube, dann war's das. Dann dürften die tot sein und wir ersticken hoffentlich noch nicht. Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft und jetzt? Das Schneckenschiff bricht auseinander und unsere Systeme kehren wieder zum normalen Zustand zurück. Wir sammeln ein, was wir können. Wir bekommen 2 Torpedos, ein Drohnenteil und 40 Scrap. Das hat sich doch gelohnt. Denn würde ich sagen, beenden wir die Folge an der jetzigen Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und schaut auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin und ciao.